So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Und wir sind heute dabei, beziehungsweise sind jetzt an diesem Schrein hier gelandet, weil irgendwas war los. Wir wollten eigentlich das heute das Champ mitspielen. Doch der gute Rose hatte gesagt, nee, ich habe was dagegen. Ich will das bei ihm kurz in die Nacht aus. Und dann wurden wir gerufen, schnell in den Schlummerwald. Und ja, wir haben ja das Schwert und den Schild eingesammelt. Ja, und dann müssen wir als nächstes jetzt nach Gloss City. Ich hoffe, dass wir hier rausfliegen können. Gloss City. Wo haben wir sie denn? Gloss City ist hier oben. Ne, es ist Engine City. Ich habe Gloss City gelassen, mein Gott. Bestbury. Das ist Furlingham. Moment, ich muss jetzt gerade ein bisschen sortieren. Turffield. Route 2. Was will ich denn? Ach, Gloss City hier oben. Ja, oben der, oberhalb. Ja, ich kann ja kein Flugtaxi rufen. Okay, dann muss ich tatsächlich doch zu Fuß laufen. Ich dachte, okay, wir könnten tatsächlich ein Flugtaxi rufen uns. Aber dann irgendwie jetzt doch nicht. Und ich nehme übrigens das erste Mal in meinem neuen Reich auf. Ich habe jetzt endlich meinen Zockerzimmer eingerichtet, soweit dass es so passt und sie jetzt alles aufnehmen kann. Man rennt jetzt hier und alles rum und dran. Und endlich geht's los, dass wir mit Pokémon im neuen Gästezimmer aufnehmen können. Also im neuen Reich aufnehmen können. Halt, da oben war noch ein Item, was ich irgendwie. Warte, wo war das jetzt? Was hätte ich denn gesehen? Hier. Mein Gott. Eine Top-Genesung. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir hier erstmal rauskommen aus diesem Wald. So, das scheint wohl jetzt gut zu gehen. Genau, wir müssen hier. Ah, dieses Raffel. Okay, Raffel hat also sagt dann: Moment, ich möchte gerne noch, dass du mit mir gegen mich kämpfst. So, jetzt geht's weiter. Ich muss nämlich ein bisschen was einstellen. Mal schnell. Mein Laptop, der steht jetzt ein bisschen woanders, wo ich das. Vielleicht vorher ein bisschen näher dran mit allem aufnehmen. Jetzt ist er ein bisschen weiter weg, damit ich dann halt in Ruhe dann später auch die Folgen für euch schneiden kann, dass die auch rauskommen. So, wie gesagt, nach diesem Projekt werden wir halt natürlich nicht weitermachen mit Pokémon jetzt Evoli. Nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Hab ich schon mal meine Dose. Mein Getränke. Da oben habe ich mein Getränk hingestellt. Mein Gott. Ich bin aber auch absolut unvorbereitet heute. Okay. Ja, wie gesagt, neues Ding. So. So, dann weiß ich jetzt auch, wo Cloud City liegt, nämlich hier oben. Und wir reisen dorthin. Denn wir müssen ja noch ein bisschen was tun. So, hier steht der gute. Right. Oh, hallo ihr zwei. Dummes Timing, dass dieses ganze Chaos direkt vor dem Champ-Match zwischen Dylan und dir Kev ausgebrochen ist. Die Assistentin von Rose meinte, er wolle die Galerie mit Hilfe der Energie retten, die irgendein Pokémon abgibt. Ah, ich habe nicht diesen blassesten Schimmer, wie das funktionieren soll. Das ist der blanke Wahnsinn. Ja, mir ist es egal, wie gefährlich diese Finsternacht auch sein mag. Ich weiß nur eins, ich muss meinem großen Bruder helfen. Oh, hab kein einfach ein Stillchen. Manche Dinge ändern sich wohl nie. Naja, zum Glück wurde niemand verletzt. Das ist die Hauptsache. Alle wurden von unserer Arena-Leiter und Pokémon rechtzeitig aus der Gefahr gebracht. Und du willst jetzt bestimmt unserem Champ und dem Rest der Bevölkerung Galas helfen gehen, was? Ja, exakt. Gut, dann bekommt es die Finsternacht also mit dem Champ und dem stärksten aller Trainer und seinem Rivalen zu tun. Da kann man ja schon was Mitleid haben. Aber doch was. Mit dem stärksten aller Challenger bist du natürlich gut, du gemeint. Und jetzt ab, endlich im Schalte mit dir. Los geht's. Okay, dann machen wir uns heute auf ins Stadion. Und da stehen schon Olivia und eine Assistentin. Hey, du musst mir helfen. Challenger, und zwar sofort. Ich meine natürlich, bitte hilf mir. Bitte. Ein Pokémon hatte sich aus einem mir unbekannten Grund
Dynamax. Und jetzt verstand er aus der Kontrolle geraten. Oh, er hat jetzt auf seine gewohnt, unbeholfene Art. Nein, er ist auf seine gewohnt, professionelle Art wieder beruhigt, aber. Wenn sich die anderen Pokémon ja auch Dynamaxen, sehe ich ganz schwarz. Und was, wenn das unterirdische Energiewerk, in dem sich der Liga-Präsident aufhält, einstürzt? Ha, ich weiß, es klingt verantwortungslos und egoistisch, aber ich flehe dich an. Bitte begib dich in das unterirdische Energiewerk und halte den Liga-Präsidenten auf. Er hat ein Pokémon namens Aninolos erweckt. Der Körper dieses Wesens schaltet Energie aus, die bei allen Pokémon die Dynamaximierung auslöst. Wenn wir nichts unternehmen, Dynamaxen sich am Ende alle Pokémon der Gala-Region. Und was dann passiert, ja, das kannst du dir sicher vorstellen. Ich flehe dich an, bitte fahr mit dem Aufzug dort in das unterirdische Energieweg und rette den Liga-Präsidenten. Den kleinen Bruder des Champ habe ich auch schon nach unten geschickt, aber seitdem nichts mehr von ihm gehört. Es kann auch theoretisch eine ganze Falle sein, dieses gespielt, weil gerade Olivia, der kann man nicht so wirklich trauen. So, wir sind im Energieweg gelandet. Und die Frage ist, wo geht's denn? Da steht schon Hopp. Und auch Rose steht da vorne. Na, was willst du denn hier, Challenger? Die wird so nackt aufhalten. Oh, mit dieser Antwort hatte ich nicht gerechnet. Du bist offenbar nicht auf dem neuesten Stand. Es gibt nichts mehr aufzuhalten. Die 14 Nacht, auch bekannt als Aninolos, der stärkste aller Pokémon, ist bereits erwacht. Und nun ein paar Worte zu meiner Verteidigung. Ich weiß, was du jetzt denkst. Du hältst dich für einen bösen Menschen. Du hast kein Funkenverständnis für das, was ich hier gerade tue. Aber ich habe eine Aufgabe, eine Berufung. Ich muss die Gala-Region mit unbegrenzter Energie versorgen, damit sie sich bis in alle Ewigkeit im Frieden fortentwickeln kann. Und um das zu erreichen, habe ich Aninolos Wunschstände verabreicht. Das rote Licht, das in Cloud City für so viel Aufregung gesorgt hat, war Teil eines Experiments, um den Aninolos zu erwecken. All das sind Vorkehrungen, um die Zukunft der Gala-Region zu schützen. Verstehst du? Ich werde nicht zulassen, dass du mir dabei in die Quere kommst. Okay, wir müssen also gegen den guten Rose kämpfen. Ja, mal gucken, was er hat. Er fängt an auf jeden Fall mit einem Cavalanza, das sind 5 Pokémon. Und wir fangen an mit unserem Mortimer. So. Ja, Mortimer möchte gerne gestreichelt werden. Okay. Gut, ich gehe erstmal auf Catwind, ne, weil ich muss Mortimer zurückziehen. Ich möchte ja gerne mit Totonato ein bisschen was ausrichten. Das weiß ich. Ein Wegsäftig. Weißt du nicht? Du übertreibst. Nö. Totonatora mal rein in den Kampf. Wir haben fast alle Level 60 mittlerweile. Ich weiß, dass der Chance anscheinend Level 65 hat. Also sind wir fast auf dem Level, den wir brauchen. So eine Eisenschädel macht nicht so viel aus. Das sollte auch tatsächlich auf Mortimer gehen. Aber der nachfolgende Fernwurf von meinem Totonator, ja, grillt. Ist auf jeden Fall ohne Probleme weg. Tentante. Meinst du, das ist nicht viel besser? Weil er besitzt wahrscheinlich genauso wie seine angestellten Stahl-Pokémon. Das heißt, wir ziehen jetzt mal nach und nach alles weg. Sollte kein Problem sein. Weil dieses Tentante dürfte auch ziemlich einfach zu schlagen sein. Ist es auch. Weg damit. So. Mautzinger. Bin mal gespannt, was er hat um seinen Neck Strike. Tschüss, Mautzinger. So, ich guck mal gerade, wie die. Das war Depp doch mal gerade ein bisschen anders stellen, damit ich ungefähr weiß, wie ich wie die Zeit aussieht beim Aufnehmen. So, jetzt geht's. So, wir sind fast über 9 Minuten mittlerweile. Gut, das wird auch nur dieser Kampf heute werden gegen Rose. Also nebenbei. So, der nächste ist Klick-Di-Klack. Pokémon vom Typ auch wieder Stahl. Das ist einfach alles nur Stahl-Pokémon. Und da bin ich mal gespannt, was er sein letztes hat. Gewissheit, okay. So, weg damit. So,
62 von Protonator. Patina Raya. Okay, damit hatte ich fast gerechnet. Oh, mein letztes Pokémon, das sieht aber nicht gut für mich aus. Stimmt, Patina Raya, das habe ich fast damit gerechnet. Vorentwicklung haben wir, Kufanti. So, schnell mal sein. Oh, wie können wir das so an einen Zugriff hauen? Aber ich glaube, dass es vom Stahlboden ist. Ich bin mir aber nicht sicher. Und ich glaube, dass er mindestens eine Bodenattacke drauf hat. So. Ich werde dir zeigen, wie ein wuchtiger Schlag aussieht. Glück können, was weiß ich, packen. Dünner Brand. Ah, doch nicht. Ich dachte, One-Hit würde wäre drin. So, mal gucken, was du jetzt kannst. Ich vermute, dass es auf Dünner Chinese geht. Okay, aber da habe ich nicht gerechnet. Ich dachte jetzt auf Erdbeben oder sowas. Der Dünner Chinese macht eigentlich nicht viel aus. Lässt nur unsere Dürre verschwinden. Und der zweite Dünnerbrand erledigt diese Kaffeinerei aus. Der gute Rose verabschiedet sich. Und Mapeko reicht Level 60 und damit haben wir das letzte Pokémon auch auf Level 60. Jetzt ein Fuchtler lernen brauchen wir nicht. Der gute Rose ist besiegt. Eine willkommene Abwechslung zu einem Kampf. Ich habe mich schon lange nicht mehr so amüsiert. Höchst beeindruckend, lieber Gav. Kein Wunder, dass Dilin, der unschlagbare Champ unserer geliebten Gala-Region, dich für die Arena-Challenge empfohlen hat. Ich hätte dazu gern gesehen, wie du dich im Champ-Match geschlagen hättest. Aber es tut mir wirklich leid, dass ich dich mit dieser Sache deiner Arena-Challenge ruiniert habe. Aber mir blieb leider keine andere Wahl. Unser Energieproblem muss so schnell wie möglich aus der Welt geschafft werden. Aus diesem Grund habe ich Ende alles erweckt. Aber es ist mir nicht gelungen, es zu bändigen. Dilin hat euren großen Kampf hingeworfen, um mich zu retten. Er ist wie ein edler Ritter erschienen, der die Prinzessin vor dem bösen Drachen beschützt. Ich liebe es, große Reden zu schwingen. Ich weiß, ich weiß. Und so langsam soll ich mal wirklich einen Schlussstrich ziehen. Der Champ hat in die Neues inzwischen bestimmt gefangen. Wenn du neugierig bist, kannst du gerne mit dem Lift zu ihm hochfahren. Und du wirst sicher auch noch mitgehen, Hopp, oder? Hm? Ich hoffe, du bist wegen deiner Niederlage gegen mich nicht am Boden zerstört. Na los, geht und seht nach, wie es dem Champ so ergangen ist. Was? Am Boden zerstört? Da kennt sie mich nicht gut genug. So schnell lassen meine Pokémon und ich den Kampf nicht mehr hängen. Wir geben niemals auf. Das habe ich bei der Arena schon nicht gelernt, die sie selbst ins Leben gerufen haben. Ja. Und ob es dem Champ gelungen ist, in den Neues zu fangen oder nicht, das sehen wir uns dann in der nächsten Folge an bei Let's Play Pokémon Schwert.